Jo. Also, Zwerge, Geisterhaus, dann nach Hause und gucken, wie es geworden ist. Danach müssen wir gucken. Wir haben so noch recht viel zu tun. Ist nur die Frage, was wir zuerst machen wollen. Erstmal Steinsuppe. Was kann ich euch Steinsuppe? Es gibt nichts Besseres. Bin ich nicht so überzeugt von. Westen, Süden. Oh. Neue Mana-Tränke. Hier müsste gleich eine Brücke sein. Oh, und neue Geister? Das finde ich ein wenig suspekt. Es müssen neue sein. Die alten hatten wir hier weggeräumt. Wir sollten mal ganz kurz dich anmachen. Ja, hier ist was nicht richtig. Und du probier bitte mal ganz kurz, ob ein Säurestrahl bei Geistern funktioniert. Jep, tut's. Also wechselst du jetzt. Und wir räumen hier ein bisschen auf. Oh, Gold auf dem Fußboden. Das ist auch nicht zu verachten. Also ja, wir haben jetzt schon 20.000 und 40.000 auf der Bank. Man kann nie genug Gold haben in diesem Spiel. So, wir wollten eigentlich nach Westen. Also kaputt. Kaputt. Ach Mist, wir haben das Erz vergessen. Kirugans Inventar ist doch langsam ein wenig überfüllt mit Erzen. Die hätten wir eigentlich in Rassia bei den Händlern eintauschen können. Also gegen Waffen, Rüstung oder Mischmasch. Du bleib mal stehen. Platsch. So, und da oben müssen wir jetzt rauf. Leben die Gocklinge auch alle wieder? Sehr komisch. Oh, und du bist ein besonderer Geist. Komm mal her. Er flieht. Was bist du denn für ein Geist? So, also hoch nach Süden. Mal zickzack laufen. Da ist eine von den Grabhügeln und es sind wirklich alle Gocklinge wieder da. Waren wir so lange unterwegs? Also ja, wir waren eine ganze Weile in den Grabhügeln. Das kann man nicht bestreiten. Lasst uns mal einen richtigen. Aber so lange, dass hier draußen wieder alles kreucht und fleucht? Hm. Naja, sei es drum. Die sind jetzt nicht mehr so wirklich ein Problem. Wir sind eh gleich da. Mal gucken, was der Zwergenkönig jetzt zu sagen hat. Bei unserem ersten Besuch war er nicht ganz so angetan von uns. Und dachte eigentlich, dass er uns in den Tod schickt. Hat halt nichts zu verlieren gehabt, ne? Entweder die Helden schaffen das oder... So, vorher nochmal schlafen. Nur für den Fall, dass der König irgendwas im Schilde führt. Ich habe gerne immer ein wenig Mana. War hier der Thronsaal? Sieht so aus, ne? Schon wieder da. Ich habe nicht viel Zeit für Wettbewerber. Erklärt euer Begehr und dann geht. Mein Hof ist beschäftigt. Rettung der Zwerge. Willkommen zurück, ihr Herren von Harmondale. Ich werde euch helfen. Meine Techniker... Was? Mein Techniker wird für euch arbeiten. Euer Schloss reparieren und ewig seid ihr hier willkommen. Er hat ganz schön schnell seine Meinung geändert. Eins noch. Eure Vorgehensweise hat euch Interesse an den übrigen Höfen erweckt. Man wird euch nun Botschafter schicken. Schaut in eurem Thronsaal nach und passt auf euch auf, meine Freunde. Er ist wirklich sehr komisch geworden. Aber okay, Botschafter. Das klingt interessant. Erfahrungspunkte? Oh, Gerogon kann aufsteigen. Und das ist bei minus 45. Beliebt. Oh. Oh. Es könnte sein, dass deine Patch was geändert hat. Dass beim Ruf Minus wirklich gut ist. Was komisch wäre. Aber wir haben nichts Schlimmes angestellt. Und da steht beliebt. Also, okay. Und ein neuer Tagebucheintrag.
da. November der 23.11.68. Als Zeichen seiner Dankbarkeit für die ehrenvolle Rettung der Zwerge aus der alten Mine, schreiend vor Medusen weggelaufen, durch meine Herren hat der Zwergenkönig Hosfar der IX. Sie offiziell als rechtmäßige Herrscher auf Harmondale bestätigt und anerkannt. Herolde wurden in die benachbarten Länder entsandt, um dies zu verkünden. Als Antwort erreichten Schloss Harmondale Botschafter aus Erassia und Effli, um offiziell ihr Interesse zu vertreten. Es könnte interessant werden, Elfen und Menschen bei uns zu Hof. König Hosfar war so dankbar für die Hilfe in den Minen, dass er sogar eine Truppe Steinmetz entsandte, um die überfälligen Reparaturen an der Stadt und des Schlosses durchzuführen. Ich war Zeuge ihrer Arbeit und war sehr beeindruckt. Gerümpel, welches noch aus der Zeit der Vernichtung von Lord Rockwin II. Vor mehr als 150 Jahren stammte, wurde endlich beseitigt und gab Räume frei, die seitdem nicht benutzt wurden. Selbst die üblicherweise pessimistische Stadtbevölkerung begann zu jubeln. Auch wenn die meisten Verbesserungen der Stadt nur kosmetischer Natur sind, scheinen die Auswirkungen ansteckend zu sein. Der Handel blüht auf, die Moral ist gut und viele sind der Überzeugung, dass die schlimmsten Tage hinter uns liegen. Wenn uns die Vorsehung will, werden die Steuern niedrig, unser Glück groß bleiben. Ja, Steuern müssen wir mal gucken, ob wir da Einfluss drauf haben. Die übereinstimmende Meinung der Bevölkerung ist, dass nichts schiefgehen kann. Das hätten sie nicht sagen sollen. Das hätten sie nicht sagen sollen. Sie, ja. Aber klingt schon mal gut, dass das alles so schnell geht, vor allem. Die besten Rüstungen. Was Besonderes? Plus 9, plus 8, plus 12 Waffenmeister, plus 3. Das klingt gut. Der ist gekauft. Regeneriert Zauberpunkte mit der Zeit. 1460, da kann man nichts falsch machen. Bis bald. So, Waffenmeister plus 3. So, du machst plus 6, du machst plus 8 und regenerierst Zauberpunkte. Bei einem Heiler kann das nicht schlecht sein. Die besten Rüstungen. Verkaufen, verkaufen. Bis bald. Hat der Waffenhändler hier vielleicht Keulen? Sucht ihr etwas? Ja, aber nur ganz schlechte. Schade. Reich, aber geizig. Mal wieder typisch. Reich, aber geizig? Was war das denn jetzt gerade? Nicht nett. Ganz und gar nicht nett. Also, raus hier. Wir haben... Stopp. Wir haben viel Gold. Wir sollten das investieren in bessere Sachen. Also gucken wir mal ganz kurz nochmal zu dem magischen Kinkerlitzchen. Die hier waren. Ich war mir ziemlich sicher. Ah, hier, okay. Ob da vielleicht irgendwelche Umhänge oder Schuhe oder sonst irgendwas für uns sind. Hallo, wie geht's euch? Oh, das sieht doch gut aus. Plus 10, Rüstungsklasse plus 4. Einfach nur bessere Schuhe. Und Zauberpunkte plus 5. Stadtportal. Oh, das ist sehr praktisch. Seelengeißel. Blitzstrahlschild. Aber ja, Stadtportal, sehr, sehr schön. Schuhe und Helm werden wir bestimmt auch gebrauchen können. Magischer Trank mit 12. Nö. Also Schuhe. Die können verkauft werden. Plus 4 Rüstungsklasse. Wäre 14. Mehr Zauberpunkte. Mehr Alchemie. Aber wie ich mich habe belehren lassen, es zählt immer nur ein Bonus von der Alchemie. Also wir haben es auf dem Helm plus 2 und auf den Schuhen plus 4. Aber wenn wir hier gucken, haben wir trotzdem nur Bonus plus 4 und nicht plus 6. Das heißt, wir könnten den Helm einfach austauschen. So. Und haben jetzt immer noch plus 4 auf Alchemie. Das heißt, die Sachen können wieder weg. Das kann weg, das kann weg. Und wer kriegt jetzt mehr Zauberpunkte? Talana, ne? Ja, doch. Weil ihr Spruch auch mit am meisten kostet. Und ich glaube, ich lasse den auch als Quickspell erstmal drin. Also den Säurestrahl. So. Geisterhaus wäre der nächste Schritt. Ich würde gerne nur vorher mal gucken, wo der Meistertrainer für Meditation war.
Obelisken, Ausbilder. Stab, Schwert, Axt, Streitkolben, Leder, Plattenrüstung, Feuermagie, Luftmagie, Luft, Wasser. Erde, Seele, Geist, Körper. Erkennen, Feilschen, Reparieren, Kondition, das klingt doch gut. Meister der Meditation lebt in Brakada. Da sind wir doch gerade erst weg. Stimmt, das wollte ich auch noch machen. Ich wollte die Minen leer machen, die Zwerge befreien und zu ihm hier gehen. Aber na gut, das muss jetzt warten. Ich laufe jetzt nicht extra zurück in die Wüste, nur für Talana, um dann wieder hierher zurückzulaufen, um das Geisterhaus zu machen. Das wäre doch ein wenig albern. So, Geisterhaus war im Nordwesten. Das heißt, wir nehmen dich mal mit. Feuerresistenz. Und auf der anderen Seite war auch noch irgendwas Praktisches, glaube ich. Geistresistenz. Ist hier hinten noch was? Nö. Okay. Dann rutschen wir mal hier den Berg. Runter. Down. Geh weg. Oh, warte, wir machen einfach Federfall. Und hüpfen. Haha, sehr schön. Ja, es gibt doch ein paar praktische kleine Zauber. Und hops. Das tut irgendwie weh. Ja. Wasser berühren, gleich Schaden bekommen. Schwimmen kennen unsere Helden nicht. Naja, oder sie können rüberlaufen mit Wasserwandeln. So, gut. Hier sollten wir jetzt ein wenig großflächiger aufräumen, damit wir, falls es in dem Haus zu garstig wird, ordentlich schlafen können. Also bitte einmal und gucken, was hier noch so rumkriecht. Da ist eine Kiste. Und ich glaube, langsam können wir uns das eigentlich mit der Bewahrung sparen. Denn das Gebiet hier ist doch schon ein wenig zu einfach für uns. Sogar ziemlich zu einfach. Was man ja in den Geistern sehen kann. Und ich denke nicht, dass die Fallen so stark sein werden, dass sie uns umbringen. Oder sie sind gar nicht vorhanden. Was haben wir hier? Tagebuch 11. Dezember. Möge die Sonne die Dunkelheit verbannen und die Wahrheit enthüllen. Das ist schon ein guter Anfang. Wir haben das Hügelland erreicht, aber alles ist anders. Geister und Gox haben die Gegend übernommen. Bruder Peter wurde in der Nacht von irgendetwas geholt. Die Hügelgräber haben mit ihrem Bösen die Umgebung verseucht. Also es ist vollkommen okay, dass wir da alles geplündert haben. Das war eine böse Macht. Bruder Christian und ich werden versuchen, es bis in ein großes Haus im Osten dieser Gegend zu schaffen, von dem ich zufällig weiß. Er und ich sind als einzig übrig. Möge die Sonne unseren Weg erhellen. Wir sind ins Geisterhaus geflohen. Das erkenne ich nicht. Wird nicht gut geendet haben. So ein Albernist? Können wir das wirklich brauchen? 300, das kommt mit. Na komm, das können wir noch mitnehmen. So. Den Ring wollte ich anziehen. Plus 5 Geschick. So, da oben sehe ich noch rot. Kleine Gocklinge. Das tut irgendwie weh. Da ist ein Säurestrahl echt absolut Overkill. Aber wir haben noch 16 Essen und einen ganzen Rucksack voll Äpfel. Also gönne ich mir das mal. Na, und schieß vorbei. So, kaputt. Ja, ich glaube, das müsste reichen. Dass wir hier in Ruhe schlafen können. So, damit fangen wir auch gleich an. Also einmal schlafen. Noch ein wenig länger schlafen, denn nachts in ein Geisterhaus zu gehen, ist bestimmt keine so tolle Idee. Dann hätten wir gerne schon mal Fackellicht. Wir hätten gerne Schild, warum nicht? Und wir hätten gerne Helmtuch. Und auch noch Waha. So. Schön hochgebufft. Das heißt, ich speichere jetzt ab und in der nächsten Folge gucken wir ins Geisterhaus. Also bis dann.